jakoś ty nam, Arian, opalaj! Ich gehe donnerstagmorgens ganz normal ins Training und auf einmal kommt Peter so zu mir her und fragt mich, ey Arian, hast du Bock nächste Woche zu kämpfen? Ich schaue ihn so an und sage so, Peter, du weißt, ich habe immer Bock zu kämpfen. Dann sagt er zu mir, okay, ich versuche nächste Woche dich hier reinzubringen bei Octagon, größte MMA-Event, was jemals in Deutschland gegeben hat. Die suchen gerade einen Gegner. Ich sage so, okay, mein Head Coach hat dann versucht, den Vertrag mit denen klarzumachen, dass ich dann nächste Woche kämpfe. Aber das Problem war bei der ganzen Sache, die wollten den Kampf nur auf 68 Kilo haben. Auf jeden Fall sind wir eine Woche darauf nach Köln gefahren. Wir haben Donnerstagabends angefangen, Gewicht zu machen. Nächsten Tag wollten wir die letzten Kilos wegmachen. Auf einmal merken wir, mein Körper gibt einfach nichts mehr her. Bei mir geht einfach nichts runter. Ich habe mein Leichtgewichtslimit erreicht, also wo ich normalerweise kämpfe, auf 70 Kilo. Ich habe das erreicht, 70,8. Aber weiter runter geht es einfach nicht mehr. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Mein Körper hat einfach nichts mehr hergegeben. Dann müssten wir einen Kompromiss machen mit den Gegnern, dass der Kampf stattfindet. Die wollten 40% von meiner Kampfgage haben, was auch nicht so schlimm war. Das Schlimme bei der ganzen Sache war, die wollten, dass ich nächsten Tag nicht schwerer bin als 76 Kilo. Ich habe die letzten 24 Stunden nichts getrunken. Ich bin komplett ausgetrocknet. Und dann muss ich Donnerstag noch darauf achten, dass ich nächsten Tag am Kampftag nochmal Gewicht machen muss, 76 Kilo. Ich konnte nicht mal richtig trinken, ich konnte nichts. Ich musste einfach nochmal auf mein Gewicht drauf achten, dass ich das nächsten Tag bringen kann. Egal, wie auch immer, ich habe nächsten Tag mein Gewicht gebracht. Die 76 Kilo habe ich gemacht. Ich war zwar nicht so fit wie immer und auch nicht 100% aufgeladen, aber ich habe einfach nach vorne geschaut. Ich habe gedacht, egal was ist, ich guck einfach nach vorne. Wir sind dann auf jeden Fall in die Halle gegangen. Wir sind da reingekommen und ich stehe da so vor der Halle und denke mir so, Alter, was ist das für eine geisteskranke Bühne? Wir laufen zum Cage, ich gucke einfach um mich herum und denke mir, geisteskrank. Ich werde einfach gleich vor 20.000 Leuten hier performen können, zeigen können, für was ich jeden Tag blute, für was ich jeden Tag morgens und abends alles gebe, jeden Tag so hart trainiere, um endlich meine Leistung hier zeigen zu können. Wir sind dann in die Kabine gegangen, habe ein bisschen so visualisiert, wie ich jetzt da reingehe gleich und einfach mein Ding mache. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe einfach Bock. Ich will da reingehen. Ich will da reingehen und einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben. Egal, ob ich fit bin. Egal, ob ich 100% fit bin, egal, ob ich einen harten Cut hinter mir hatte. Alles war egal in dem Moment. Ich habe gesagt, ich gucke jetzt nur nach vorne und ich kämpfe einfach bis zum Ende. Bevor man eingelaufen ist, haben die nochmal so die Kämpfer vorgestellt. Und dann kam so, Roman Paulus ist einer der talentiertesten Kämpfer und wurde in seiner Karriere noch nie vorzeitig besiegt. Und ich denke mir nur so in diesem Moment, da hast du aber noch nicht gegen mich gekämpft, mein Freund. Heute wird es für dich das erste Mal sein, dass du vorzeitig besiegt wirst. Ich laufe in diese Halle. Und ich habe einfach Bock, Alter. Ich gucke so die Leute an, ich denke so, geil. Wir Albaner vor allem, wir halten alle zusammen, wir sind so eine gute Community. Egal ob groß oder klein, wir versuchen einfach jeden zu unterstützen. Wir sind alle füreinander da und das hat man auch gesehen. So kurzfristig waren so viele Leute für mich da, das war einfach geil. Das erfreut einfach einen, zu sehen, dass die Leute auch hinter dir stehen. Und dann denkst du, ey, guck mal, Junge, du gehst da rein in den Käfig, du kämpfst, nur du kämpfst zwar, aber denk dran, du kämpfst nicht nur für dich, du kämpfst für dein Land, du kämpfst für deine Familie, du kämpfst für deine Freunde, du kämpfst für dein Team. Es sind so viele Leute mit dem Spiel. Nicht nur du gehst da rein zu kämpfen, sondern für die alle tust du auch kämpfen. Das ist das Wichtigste. Ich habe ganz normal angefangen mit Kicks und ich habe gemerkt, okay, ich kann ihn gut bearbeiten mit Kicks. Ich habe ihm ein paar gute Kicks gegeben und es hat ihm gar nicht geschmeckt. Und er ist ja ein Standkämpfer. Ich wollte mit ihm im Stand bleiben und ich gebe ihm auf jeden Fall einen Kick, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Er merkt, okay, scheiße, Alter, der Typ ist ekelhaft im Stand. Da hat er versucht, einfach mit mir in den Clinch zu gehen und wollte mich runterholen oder ich weiß auch nicht, was er machen wollte. Ich denke mir nur so in diesem Moment, Junge, bist du eigentlich blöd, Alter? Bleib doch in deiner Disziplin, was willst du jetzt bei mir, Alter? Du weißt doch, das ist keine gute Idee für dich. Auf jeden Fall, er packt mich und ich denke mir so, okay, pack mich so, aber du fliegst gleich auf den Boden. Er packt mich, nimmt mich hier am Cage, drückt mich. Ich denke mir so, okay, jetzt werfe ich ihn runter. Papp, mache ich diesen Move, hole ihn auf den Boden, direkt Darkchoke rein, zack, mache ihn zu. Ich ziehe so zu und ich merke, okay, der ist zwar nicht 100% drin, ich muss nochmal nachjustieren. Ich mache nochmal zack, zack, ziehe den 100% zu und dann habe ich gemerkt, okay, hier kommst du nicht mehr raus. Der Sieg gehört mir. Und auf einmal hat er geklopft und ich denke mir so, geil, Alter. Ich habe einfach einen Kampf 7 Tage vorher angenommen, vor so einer Kulisse. Gewinne dann noch in der ersten Runde vorzeitig wieder. Was willst du mehr, Junge? Was willst du mehr? Das ist geil. Ich habe nur gedacht, danke, lieber Gott. Auf jeden Fall, wir haben dann den Kampf gewonnen. Unsere Hände sind hochgegangen. Wir haben uns alle gefreut. Dann sind wir zur Kabine gegangen. Wollte ich mich kurz umziehen,
Dann sind wir nochmal zu meinem Gegner gegangen und ich habe ihm meinen Respekt ausgesprochen, dass er überhaupt den Kampf gemacht hat. Dass er, ja, das war auf jeden Fall ein Kämpfer, der auch Bock hatte. Deswegen wollte ich nochmal Danke sagen, dass der Kampf zustande gekommen ist. Glückwunsch, Bruder. Wir sind übertrieben stolz auf dich. 1000 Vielen Dank, Bruder. 1000 Euro, Bruder. Vor dem Deal schon. Da sind wir noch zu den Jungs ein bisschen gegangen. Ich habe meine Jungs begrüßt. Sind wir hochgegangen. Als ich oben war, habe ich eine Kleinigkeit gegessen im Restaurant. Und ich habe einfach nur noch die Show genossen. Ich dachte mir, guck mal, vor so einer Kulisse habe ich gerade gekämpft. Ich konnte es einfach nicht realisieren. Ich gucke so diese Kämpfe an, ich gucke so diese Halle an von oben. Und ich denke mir nur so, Alter, ich habe gerade eben, vor halbe Stunde war ich da drin. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ich vor halbe Stunde da gekämpft habe. Das war einfach so unreal. Und ich kann es immer noch nicht so realisieren, so was da gerade passiert ist. Und auf jeden Fall, dann habe ich einfach nur gesagt, geil, Alter. Jetzt chill ich ein bisschen, esse eine Kleinigkeit, schaue mir das Event an. Und so war das auch. Ich hab mich da hingesetzt und gucke so dann diese Halle nochmal an und sage so, Alter, vor einer halben Stunde habe ich gerade da gekämpft und jetzt chill ich hier und schaue mir das an. Was ist das hier? Das hat sich einfach so unreal angefühlt. Merkt euch den Namen Arjan Topalay. Merkt euch. Was läuft, meine Brüder? Arjan, unser Bruder, hat natürlich den Sieg geholt. Wieder erste Runde, kein Mann. Sorry, Arjan, da ist unser Bruder. Arjan, Alban und Sümer auch dabei. Das ist unser Onkel, der passt auf uns alle auf. Komm weiter. Haben wir dann den Abend ausklingen lassen. Ich hatte danach noch so eine Pressekonferenz. Dann sind wir auf jeden Fall danach ins Hotel gegangen, haben dann noch mal ein bisschen gefeiert. Und ja, es wurde einfach Geschichte geschrieben. Und das alles so spontan. Das ist einfach unbeschreiblich.